Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. In der letzten Folge haben wir, oder wir dachten, dass wir den... Alter, what the fuck, ist das so hell, ey. Dachten wir, dass wir den Tresorraum von Diamond City ausnehmen würden. Das haben wir dann nicht getan. Ja, ist blöd, aber gut, machst du nix. In Wirklichkeit waren wir quasi... Waren wir in Good Neighbor und wollten Hancock ausrauben. Ach, das ist doch Käse jetzt. Das kann ich hier nicht ausrauben. Warte mal. Kleidung. So, jetzt muss ich ein bisschen was hier wegschmeißen. Wobei, warte mal, die kann ich mal eben tragen, weil die ist besser. Die Lederrüstung ist schlechter. Das heißt, die geht weg. Warum habe ich den Scheiß eigentlich noch dabei? Oh mein Gott, ey. Wiegt, achso, wiegt nichts. Ja gut, dann ist egal. Dann ist egal. Die ist schlechter, das heißt weg. Schlechter heißt weg. So, wie sieht's denn... Oh, die Waffe, ich will die behalten. Die... Ne, die gebe ich nicht weg. Stell dir das hier in Brand und verursacht 15 Punkte Schaden. Die gebe ich definitiv nicht weg. Ist im Grunde eine normale... Eine normale... Minigun. Auch mit einer besseren Feuerrate. Deswegen, die geht weg. Die andere behalte ich definitiv. Ja, langsam. Will die eigentlich nicht weggeben, aber ich muss halt. Wir gehen nochmal kurz nach Good Neighbor zurück. Was haben wir hier eigentlich? Haushaltsroboter. Mhm. Wir gehen nochmal kurz nach Good Neighbor, denn wir sind... Ah, nee, eigentlich doof. Ja, wobei... Nee, doof gar nicht. Wir sollten ja nochmal... Oder uns wurde ja... Naja... nahegelegt, wir sollen vielleicht mit Hancock nochmal sprechen. Das können wir auch nochmal tun, aber wir werden erstmal, oder reden wir erst mit Hancock? Ah, ich weiß es nicht. Mein gut, wir sind jetzt in Good Neighbor. Ach komm, scheiß drauf, wir reden jetzt erstmal mit Hancock noch. Und gucken mal, was hier abgeht. So. Gehen wir mal ins Old State House. Hier müsste der Hancock ja zu finden sein. Reden mit dem und dann machen wir mal die ganzen anderen Missionen, weil ich möchte auch irgendwann mal gern weiterkommen, auch in der Story und ja. Deswegen. Was bewunderst du? Die Klamotten oder den Mann, der sie trägt? Nichts von beidem? So, wo ist denn Hancock? Ich versuche sauber zu bleiben. Also bring mich nicht dazu, was zu tun, das ich hinterher bereue. Ja, labern die mich eigentlich alle an. Ich mach gar nichts. Ich laufe hier nur so vorbei und. Upsala. Wie geht's denn? Ah, du dürftest ja wohl Hancock sein. Hey, Hancock. Ach, wenn das nicht Bobbys kleiner Einfallspinsel ist. Hier, für den Schutz meines Verstecks. Weise Entscheidung, sich so gegen Bobby zu wenden. Bobby hat mich reingelegt. Sie hat bekommen, was sie verdiente. Tja, so läuft das hier für gewöhnlich. Ich sag's dir, dieser kleine Dreispitz wird langsam echt schwer. Werde ich langsam zu diesem Mann? Zu einer Art Tyrann? Ich verbringe die ganze Zeit damit, Leute runterzuputzen, mit denen ich vor einigen Jahren noch stolz was ausgeheckt hätte. Ich muss mal wieder unterwegs sein. Mich auf das Wichtige konzentrieren. Frei zu leben. Kannst du Good Neighbor einfach verlassen? Bist du nicht der Bürgermeister? Hey, Bürgermeister ist Bürgermeister. Egal, ob er vor Ort ist oder nicht. Ich bin schon oft weggegangen. So bleibe ich ehrlich. Die Macht darf mir nicht zu Kopf steigen. Darum geht's nicht, wenn man Verantwortung für Good Neighbor trägt. Okay. Wenn du raus willst, warum kommst du nicht mit mir mit? Ja, das gefällt mir. Du siehst mir nach der rechten Art von Ärger aus. Lass mich nur erst mit meiner Gemeinde reden. Ihnen die Neuigkeit verkünden. Na, dann mach mal. Ich würde ihn, glaube ich, sogar echt mitnehmen. Ich auch raus. Weil, dann würde ich Kate irgendwo anders hinschicken. Hat deine Freundin an der kurzen Leine. Sie sieht aus, als würde sie beißen. Ja, das kann durchaus sein. Kann passieren. Dann schicke ich die irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, nach Sanctuary, weil da ist ja auch schon Piper. Keine Ahnung. Ich schicke die einfach am besten alle dahin, dann weiß ich auch, dass sie da sind. Wichtiges zu sagen. Keine Hektik. Nehmt euch genügend Zeit.
Hört alle her. Ich mache einen kleinen Spaziergang. Euer furchtloser Anführer geht auf Reisen, um den Dreck zu spüren und nicht zu vergessen, wie es sich anfühlt. Du kannst nicht gehen, Hancock. Wir brauchen dich. Hey, im Geist werde ich immer hier sein, mein Guter. Good Neighbor und ich, wir sind miteinander verbunden. Aber es ist wie in einer Beziehung. Manchmal muss man kurze Zeit getrennt sein, die Sache abkühlen lassen, sich daran erinnern, wer man ist. Deshalb gehe ich. Ich bin immer noch euer Bürgermeister. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Aber ich muss mal wieder aus meinem bequemen Leben raus. Denn wir alle wissen, dass sich niemand an der Macht zu lange bequem machen darf. Welche Stadt du haust vor ist was die beste ab. Willkommen zu Hause. Wo kann man frei leben? Ohne Vorurteile. Für das Volk. Und sorgt dafür, dass das keiner vergisst. Was? Ist die Kehle trocken? Die Klamotten oder den Mann, der zählt? Alter, wie hoch der springen kann, ne? So, alles klar. Muss ich mit dir nochmal reden? Bla 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 bla. Geh mir nochmal kurz rein. Laber noch mal kurz mit ihm und dann würde er sagen, yo, Bro, ich komm mit. Was glotzt du denn so? Ah, die Schnauze. Wo bist du? Hä, wo ist er denn? Warte mal kurz. Daten. Gut. Nö. Jetzt gerade nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ach, da unten ist er. Was? Sind wir jetzt Kumpels? Hancock? Also, bist du bereit, loszuziehen? Hast du noch Lust, gemeinsam zu reisen? Ich könnte wohl ein paar Probleme mehr gebrauchen. Na dann? Legen wir los. Na klar. Ich sag dir was, Hancock. Sollte ich mal ein Ghoul werden wollen, wende ich mich an dich. Ich werde die Tage zählen. Das war eine sehr interessante Einstellung von Piper. Okay. So, wo schicken wir die Gute denn hin? Das ist nämlich eine echt gute Frage. Wir könnten die vielleicht in die Oberland Station schicken. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ach komm, scheiß doch mal Sanctuary. Dann weiß ich, wo die alle sind. Niemals allein. Ein weiterer Begleiter mit Hancock. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal ein wenig wieder auf Reisen. Wir waren jetzt lange genug in Good Neighbor. Eigentlich ja nicht, wir waren ja noch woanders, aber wir werden jetzt mal ein bisschen wieder durch das Ödland streifen und ein paar kleine Missionchen übernehmen. Wir sollen ja auch immer noch nach Emojin suchen. Haben wir ein bisschen vernachlässigt, ja, aber das ist gar kein Problem. Machen wir schon. Wir werden jetzt erstmal zur Brauerei gehen, ja, das ist eine gute Idee. Und dann machen wir so ein bisschen die anderen Sachen. Vielleicht mache ich dann auch das mit der Oberland Station. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht. Ich könnte mir theoretisch auch alles markieren einfach, aber das ist dann auch immer ein bisschen undurchsichtig. Was ist jetzt wo und wie und warum überhaupt? Das ist dann immer so ein bisschen, sieht man relativ schlecht, aber ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich auch alles jetzt einfach mal. Bis auf die Hauptmission, weil die lasse ich mir... Ich glaube, das mache ich jetzt einfach auch. Also bis auf die Hauptmission, die werde ich mir zum Schluss noch ein bisschen... Ne? Die mache ich danach. Nee, Quatsch. Sonstiges, so, so. Okay, alles markiert. Jetzt haben wir natürlich hier volles Haus. Jetzt ist natürlich das Blöde. Jetzt muss ich erstmal gucken, bauen Mila auf. Wir werden uns mal hier zusätzlichen... Scheiße. Hallo? Hallo? Ach, leck mich doch am Arsch. Hier kann ich mir nichts platzieren, weil da kein Gebäude ist. Okay, ich müsste mich jetzt einmal drehen. Aha, alles klar. Also ich muss in die Richtung gehen. Okay, ich versuch's. Aber das sieht sehr schlecht aus. Hancock? Hancock, mach das schon. So, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir auch in die Richtung kommen überhaupt. Ich kann natürlich auch einfach irgendwo hinlaufen und mich ein bisschen treiben lassen von dem, was da kommt. Zum Beispiel hier, was? Ach hier, bau Mila wieder auf. Das könnte ich jetzt auch machen, theoretisch.
Jetzt wird's lustig. Der überhaupt, der hat tatsächlich eine Waffe. Ich brauch hier drüben Feuerschutz. Ich brauch hier Feuerschutz. Ach, weißt du was? Bisschen auf mein Leben natürlich achten, nicht, dass ich hier gleich sterbe. Wäre ein bisschen doof. Aber ich denke, letztlich kriegen wir das schon hin. Ja, es kann natürlich auch sein, aber ich habe noch ein paar Schuss. Also das dauert dann noch ein bisschen. Hi, na, mein Freund. Alles klar? Finde ich gut, dass bei dir alles klar ist, bei mir auch. Ja, läuft, super Tag heute. Ciao. Was? Kleiner Pisspot, ey. So, da ist der Typ. Dem hauen wir jetzt mal die Rübe weg. Da. Okay, das Geschütz ist natürlich noch da, was ein bisschen nervig ist. Nee, das interessiert mich. Ich brauche Munition. Hier geht's aber jetzt auch ordentlich rum mit dem Geballer, ne? So, das Geschütz. So, dann schießen wir mal weiter drauf. Müsste jetzt eigentlich kaputt sein. Machen wir einfach mal mit einem Critical Hit. Können wir das richtig geil sehen. Zack, down, kaputtiput. Wunderschön. Okay, was hast du? Ne, du bist Hancock. Nickst hier ein bisschen. Nickst hier einfach ein bisschen rum. Dafür hätte ich dich jetzt auch nicht mitnehmen brauchen, aber okay. Das nehmen wir mit, den Rest jetzt nicht unbedingt. So, wir gehen jetzt einfach hier in die Richtung. Und lassen uns ein bisschen von unseren Markierungen treiben, sage ich mal. Und schauen mal, wo wir dann landen. Ach, warte mal, genau, hier war ich doch schon mal. Was? Fresse. Ich war hier schon mal und habe dieses Mieder nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, was die von mir wollen, ehrlich gesagt. Ich vermute, das ist da oben auf der Brücke und da bin ich ja damals schon nicht hingekommen. Aber hier ist noch was in der Nähe. Ah ne, das ist das. Da hinten ist noch was. Also, lass mich mal hier durch. Kann ich die Tür öffnen? Jo. Hier ist noch ein Gebäude irgendwo, was ich entdecken kann. Ich weiß nicht genau wo. Da hinten ist noch was. Ich will das Gebäude entdecken. Verdammt, ey. Ich müsste auch direkt am Gebäude sein eigentlich. Oder? Ja, manchmal ist das mit den Gebäuden entdecken eh ein bisschen dumm gemacht, ey. Muss man einfach mal so sagen. Oh, was denn hier? Raider Abschau, Malöchen. Wo ist der kleine Wichser hin? So. Bye bye. Begräbnis. So, wir machen jetzt mal ein bisschen Stress hier. Einfach nur so, weil wir es können. Ciao. Oh, Granate. So, einfach mal eben so. Ich könnte ja theoretisch, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, mir ein Redaway mal zu Gemüte führen. Und... Na, ein Stimpack wäre vielleicht zu viel des Guten. Ach du heilige Scheiße. Okay, wir nehmen nochmal ein Redaway, damit wir komplett volles Leben haben. Dauert nicht mehr lange. So, ja, natürlich habe ich ihn getötet. Klar, wollte mich ja auch töten. Hä, wo ist denn die Leiche hier? Die müsste hier eigentlich liegen. Ich hab dir doch hier getötet. Hallo? Hallo? Okay. Du bist tot. Ja, du bist auch tot. Ja, ich hab was entdeckt. Bam! Oh. Boah, Alter. Oh, du bist ein Legendärer. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Außer ich treffe natürlich nicht, dann ist mir das nicht ganz so egal. Ja, klar! Fick dich doch ins Knie! Willst du mich verarschen? Die war tot. Und regeneriert sich natürlich. Ja, nee, ist klar, weißt du? Sicher. Deine Mutter, ey. Oh, habe ich das letzte Mal gespeichert? Das glaube ich schon eine Weile her. Ich glaube in Good Neighbor selbst, ne?
Oh, ey, das ist so behindert einfach. Also, die können sich ja, weißt du, die können sich ja gerne regenerieren, aber wenn die tot sind, sind sie tot, verdammt nochmal. Achso, Gallery Pigman habe ich jetzt entdeckt. Achso, das ist geil. Okay. Dann nehme ich das so an. Wie gesagt, ich denke, Mila dürfte oben auf der Brücke sein, vermutlich zumindest. Und deswegen... Mal gucken, wo laufen wir denn jetzt hin? Wir lassen uns mal gleich überraschen, wo wir ankommen. Oder ich gucke einfach auf die Karte. Wäre natürlich auch interessant. Ah, wir gehen zum toten Briefkasten. Na gut, dann gehen wir zum toten Briefkasten, kein Problem. Dip, dip. Auf zum toten Briefkasten. Alter, was ist los mit euch? So, warte kurz. Ich muss mal kurz was reindrücken hier. Ich nehme, glaube ich, jetzt sogar die Quantum. Dann bin ich nämlich wieder full life. Ey, ganz ehrlich, dass sie sich darüber überhaupt aufregen, dass ich jemanden töte, die wollen mich doch auch töten. Was ist los mit denen? Ja? Gleiches Recht für alle, ihr Bitches. So. Scheiße, ich muss Red Away wieder zu mir nehmen. Red Away und dann nehmen wir ein Stimpack, weil wir es gerade eh haben. So, hier ist der tote Briefkasten. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. So, überprüfe den Status des Unterschlusses. Augusta, okay, wo ist denn das? Ach du Scheiße. Also sind sie jetzt ein bisschen blöd, wenn man so viel markiert hat. Ich weiß ja gar nicht, wo das ist. Hä? Was ist denn hier? Sprich mit den Siedlern. Achso. Winchfarm, was haben wir hier? Verteidigung. Ja gut, das ist aber auch zeitlich begrenzt. Irgendwann wäre es vielleicht weg. Ah, hier ist das, okay. Ja, gut, das kann man machen auf jeden Fall. Mila ist die Brücke. Wie komme ich? Ich würde echt gern wissen, wie ich auf diese verkackte, verhurte Brücke komme. Gar nicht, ne? Doch, irgendwie kommt man da rauf. Hier, irgendwo müsste es einen Weg auf die Brücke direkt geben. Weil, wie gesagt, ich denke, Mila dürfte auf der Brücke liegen. Vermute ich zumindest, ganz ehrlich. Weil wo sonst? Da unten ist es nicht auf dem Haus, keine Ahnung. Aber ich komme da auch nicht lang. Ich habe ja schon mal geguckt, aber irgendwie habe ich nichts gefunden. Weil hier ist ja kaputt, ne? Oh, von hier. Oh, Supermutanten. Ah, ich bin weg, ciao. Ich habe nämlich irgendwie keinen Bock, jetzt gegen Supermutanten zu kämpfen. Das ist mir ein bisschen zu hart, der Fight. Die sind immer so ein bisschen penetrant. Gut, dann machen wir das anders. Dann hier hin, dann... gucken wir mal, was mit dem Unterschlupf los ist. Eigentlich müsste ich ja dann direkt auch den anderen, weil wir sollen ja beide Unterschlüpfe einfach kontrollieren für die Railroad. Viele haben wir in der Folge leider nicht geschafft, muss ich sagen. Ein bisschen Ballerei, aber mehr war es dann auch nicht. Deswegen bedanke ich mich an der Stelle bei euch und in der nächsten Folge gucken wir mal, was es mit dem Unterschlupf auf sich hat. Und machen den ganzen anderen Scheiß auch noch in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin. Haut rein!